So, jetzt haben wir Punkt 31, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Hier gibt es den Wunsch der Fraktion DIE LINKE, dass folgende Petition getrennt abgestimmt wird, 2598 aus 19. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Bei Enthaltung der Fraktion DIE LINKE einstimmig. Dann haben wir die Drucksache 19-3726, die Beschlussempfehlung zu den Petitionen. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Alle, auch die Frau Öztürk, alle stimmen zu. Jawohl, dann ist das einstimmig so beschlossen. So, jetzt haben wir noch Aufruf und Abstimmung der Beschlussempfehlung ohne Aussprache. Da gibt es auch noch ein bisschen was. Tagesordnungspunkt 21, Beschlussempfehlung Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses. Antrag der Fraktion der SPD, Unterstützung besonders schutzbedürftiger Flüchtlingsgruppen im Nordirak. Der Kollege Tipi verzichtet dankenswerterweise. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, LINKE, Frau Öztürk, alle einstimmig. Dann kommt die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. so zum Antrag der Fraktion der SPD betreffend Tierschutzverbandsklage. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD und LINKE. Damit beschlossen. Und die Frau Öztürk stimmt. Was stimmt denn? Dagegen? Dagegen. Dagegen. Gut. Dann, ja, ich habe das gesehen. 37, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag der Fraktion der SPD, Investitionsstau in Hessen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 38, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses, Antrag der Fraktion der SPD, Definition der Gemeinnützigkeit. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. So beschlossen. 39, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Dringlichen Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, ehrenamtliches Engagement usw. So wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? FDP. Mehrheit beschlossen. Dann, das war's. Langt ja auch. Gut, dann wären wir am Ende der Tagesordnung. Ich weise auf die diversen parlamentarischen Abenden. Heute hin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Morgen früh bei gleichen Temperaturen treffen wir uns wieder. Alles Gute, Glück auf. Die Sitzung ist geschlossen.